Schön, dich wieder hier zu sehen. Schön, mit dir wieder ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt muss ich natürlich fragen: Die letzten Male konnte ich immer dich loben und fragen, wie hast du die Mannschaft runtergeholt? Jetzt, wenn ich an Mittwoch denke im Bruchsal, ich weiß nicht, hast du die Mannschaft runterholen müssen, können oder eher denen eine kleine Standpauke gegeben? Nee, ich musste die Mannschaft nicht runterholen. Also die Mannschaft war schon ja, selbst enttäuscht über sich, ja, über die eigene Leistung, weil sie ganz genau wissen, dass sie anders performen können und das auch immer gemacht haben. Und ja, klar, wir haben es angesprochen, die Sachen, was nicht gut liefen, nochmal auch viele Einzelgespräche geführt mit den betroffenen Personen, ja, allgemein auch mit der Mannschaft. Aber also die Mannschaft ist wirklich so klar im Kopf, dass sie weiß, welche Leistung, ja, wann, warum zustande gekommen ist und daher muss ich da jetzt nicht irgendwo jemand in die Pfanne hauen. Jetzt sprecht ihr ja im Team dann untereinander sehr viel wahrscheinlich nochmal darüber. Lest ihr eigentlich auch die Kommentare der Fans im Netz oder blendet ihr das komplett aus? Seid ihr da so weit, dass ihr sagt, das lasst ihr gar nicht an euch ran? Oder schaut ihr, was so nach so einem Spieltag auf den verschiedenen Foren oder Facebook, Instagram geschrieben wird? Ja, die Spieler, weiß ich nicht, was sie machen. Also die sind ja heutzutage nicht nur die Spieler, sind ja alle in Insta und Facebook. Also ich selbst, ich habe diese Accounts gar nicht. Ich bin da nicht drin. Ich lasse da sowas nicht an mich ran, weder positiv noch negativ. Ich konzentriere mich einfach auf meinen Job. Ja. Und die Fans, die dürfen natürlich Kommentare abgeben. Sollen sie auch. Also wir sind froh, dass wir diese Fans haben, in guten als auch in schlechten Zeiten. Und dass sie dann zu Recht auch schimpfen bei sowas, gehört absolut dazu. Also ich finde, die Fans schimpfen zwar, aber die haben auch die, vor allem die in Bruchsal, die jetzt dort waren, die haben auch dafür gesorgt, dass wir nur einen Punkt gerettet haben, weil die Mannschaft war an diesem Tag wirklich nahezu einfach nicht da, null da und dann sind wir schon durch die Fans zurückgekommen. Beim Rückstand von 2-1, da hat nichts mehr dafür gesprochen, dass wir nochmal zurückkommen. Aber die Fans haben die Mannschaft da gepeitscht, die da waren und dann haben sie auch mal das Recht zu schimpfen, wenn man so eine Leistung abruft, das ist ganz normal. Und das heißt jetzt am Samstag nochmal für die Fans dann eine andere Leistung auf dem Platz oder für die ganze Unterstützung. Diese Saison haben ja die Fans eine Wahnsinnsunterstützung geleistet. Wahrscheinlich jetzt die paar Heimspiele und auch die Auswärtsspiele, die kommen, wird natürlich schon auch nochmal die Fans wichtig sein, aber ihr wollt wahrscheinlich den Fans auch was zurückgeben. Ja, wir wollen jeden Tag, also wir wollten jetzt auch in Bruchsal den Fans was zurückgeben, aber es läuft halt, im Fußball ist halt so, da hat man solche Tage. Aber natürlich sind die Fans für uns da und die wollen auch für die Fans da sein und denen wieder was geben, was ihnen Freude macht. Also daher werden wir am Samstag wieder alles raushauen. Wie lief denn die kurze Vorbereitung auf Samstag jetzt? Ist ja Es ging eigentlich nur um Regeneration. Wir sind glaube ich in der dritten Woche, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es die dritte ist, aber ja, mit dem Pokalspielen. Wir spielen ganze Zeit, also alle 4 Tage haben wir ein Spiel. Und daher versuchen wir eigentlich nur noch die Jungs frisch zu kriegen, frisch im Kopf, klar im Kopf, den Druck wegzuhalten, zusammenzustehen, zusammenzubleiben. Und ja, das ist die Hauptaufgabe. Wie sieht es im Kader aus? Sind alle fit oder merken wir jetzt langsam die vielen englischen Wochen? Nächste Woche ist nochmal eine englische Woche. Was wirst du machen? Wirst du vielleicht den einen oder anderen schonen oder sagst du, ich mache einfach auf sichere Nummer? Willst du überhaupt was dazu sagen, verraten Nee, uns? klar, ich bin da immer offen. Also schon und rotieren, also rotieren tue ich grundsätzlich nicht. Das habe ich noch nie gemacht, seitdem ich hier als Trainer arbeite. Ich versuche immer die beste Elf aufs Feld zu bringen. Wenn ich mal einen Spieler draußen lasse, dann hat er schon Gründe. Dann vielleicht, wenn der Physio zu mir sagt, hey, jetzt Vorsicht, jetzt kann es knallen, dann muss ich natürlich das auch tun und dann tue ich das auch. Aber jetzt rotieren oder jemand schon, kommt gar nicht in Frage. Wir werden die bestmögliche Elf wieder aufs Feld schicken. Es sind alle da, es sind alle jetzt voll einsatzfähig, außer Ruben Reissig, ja, der fällt aus, da müssen wir jetzt abwarten. Der fällt auch die nächste Woche komplett aus, aber sonst sind alle da und wir werden die Top 11 aufs Feld schicken. Dann freuen wir uns wahrscheinlich auf das Spiel alle, Ja, oder? Ihr auch? sehr, sehr. Sehr. Was erwartet uns? Ein guter Gegner, wir haben 1-0 verloren im Hinspiel, nicht unverdient verloren und die Punkte wollen wir jetzt zurückholen. Den Dreier, den wir da liegen lassen haben und hergegeben haben, den wollen wir morgen unbedingt zurückholen. Also muss ich diesmal bitte ein bisschen warm anziehen. Ja, ich denke, die sind Es soll ja auch. schlechtes Wetter werden. Nee, ja, von meinem her, ich denke, jeder Gegner hat sehr viel Respekt vor uns, ist auch normal, aber wir haben auch sehr viel Respekt vor den Gegnern. Das ist ja nötig, das sieht man. Wenn man das nicht mit Respekt angeht, dann hat man ein Problem und wir gehen die Sache schon sehr ernst an. Bissing hat eine gute Mannschaft, aber wir auch eine sehr gute Mannschaft und daher bin ich guter Dinge, dass wir da morgen ein ordentliches Spiel abliefern. Dann freuen wir uns sehr. Nochmal kurz der Hinweis, das Spiel ist erst um 16 Uhr.
Der Anpfiff ist nach hinten verlegt worden. Davor ist noch der Kids-Spieltag rund ums Stadion, 14:30 Uhr ist Einlass. Und ansonsten würde ich einfach nur sagen, auf die Blauen bis Samstag. Ja, bis dann, danke.